Klapptische gibt es ja fast so lange wie Menschen, die an Tischen sitzen. Und trotzdem eine Erneuerung zu bringen, die Sinn macht, das konnte für mich nur dahin gehen, dass man den so macht, dass er die Nachteile eines Klapptisches nicht hat, nämlich zu wackeln und zu klappern. Und dafür die Vorteile auf die Spitze treibt, nämlich mit einer ganz einfachen Bedienung aus einem horizontal flach geklappten Teil einen möglichst kompetenten Tisch zu machen. Wilkan und ich, wir kennen es ja schon recht lange und das Vertrauen war von Anfang an da, dass dieses Produkt nicht in kleinen Stückzahlen laufen wird. Und so haben wir uns halt, oder Wilkan sich hinreißen lassen, von Anfang an auf Druckguss komplett zu setzen für dieses Teil, was die Integration von Funktionen und von Bauteilen, die sonst einzeln angeschraubt oder geschweißt werden müssten, in das Gussteil zu ermöglichen. Und das ist natürlich schon ein Qualitätsfaktor. Ganz typisch für unseren Arbeitsprozess ist, dass wir Dinge ausprobieren. Da mache ich erstmal eine Skizze, so wie hier. Oder ich lasse was fräsen, wir testen das und in vielen kleinen Schritten wird was draus. Andere Dinge funktionieren von vornherein, wie zum Beispiel hier dieser Bügel, den man rauszieht und Einhängeplatten einhängt. Da hatten wir relativ wenig Verbesserungsthemen. Und in dieser evolutionären Entwicklung ist das Ergebnis nachher meistens dann recht überzeugend. Besonders viel Spaß hat mir gemacht, heute zu sehen, wie man die Tische in 0, nix und vor allem mit einer super einfachen Handhabung aus der normalen Gebrauchsposition auf den noch als Prototyp, aber schon super funktionierenden Wagen draufkriegt. Ein sauber funktionierendes Werkzeug kann man ja überall verwenden. Man kann es auch überall hinstellen. Ästhetisch passt das ohne Begrenzung von Vorstandszimmer bis hin zum Weinkeller.